versucht, Volkskrankheiten wie Bluthochdruck und Diabetes zu behandeln. Und das ist sicher auch sehr wichtig und da werden auch viele Ressourcen hineingesteckt. Und dabei gehen diese ganz wenigen Patienten, die schlimme Krankheiten haben, die selten sind, ein wenig vergessen. Und es wäre gut, wenn das Bewusstsein für solche Krankheiten eben etwas angehoben würde. Krankheiten, die von einem einzelnen Allgemeinarzt einmal pro Praxisleben gesehen werden, das sind sicher seltene Krankheiten. Deshalb rechnet der Arzt nicht damit, er rechnet mit etwas Häufigem. Dazu sind die Ärzte ja auch ausgebildet, dass sie zunächst die häufigen Krankheiten suchen, vermuten und auch zu diagnostizieren versuchen. Und darum gehen dann die seltenen häufig zunächst einmal vergessen. Die Patientin hat ja einen Morbus Pompe und Morbus Pompe ist in ihrem Fall eine Krankheit, die die Muskeln schwächt. Und man sieht das ja auch an der Art, wie sie atmet. Sie braucht die Arme zum Atmen, damit sie die Atemmuskeln unterstützen kann. Sie hat auch einen Rollator, den Sie hier sehen, womit sie laufen kann, damit sie nicht stürzt. Und sie wird zum Beispiel auch in der Nacht, wenn sie schläft, damit sie genug Luft bekommt, wird sie beatmet mit einer Maske. Der Pompe ist ja eine Krankheit, die die Muskeln befällt. Und dadurch unterscheidet er sich nicht von vielen anderen Muskelkrankheiten und das sieht dann klinisch genau gleich aus. Also der Patient, der eine Muskeldystrophie, einen Muskelschwund oder eine andere Muskelkrankheit hat, der sieht für den Arzt und für sich selbst eigentlich genau gleich aus wie einer, der einen Morbus Pompe hat. Und damit ist das natürlich zu verwechseln. Und deshalb ist es speziell schwierig, diese Diagnose zu stellen. Ich war bereits als Kind extrem schwerfällig und fiel oft hin. Auch der Sportunterricht war sehr schwierig für mich. Deshalb schwänzte ich ihn oft. Also ich dachte einfach, ich sei extrem unsportlich. Der Gedanke an eine Krankheit kam erst viel später, als ich plötzlich keine Treppen mehr steigen konnte. Vom Hausarzt zum Orthopäden, weiter zum Neurologen, dann ins Inselspital. Es wurde von einer Muskeldystrophie gesprochen. Die Diagnose konnte erst nach 7 Jahren gestellt werden. Es war eine sehr schwierige Zeit. Ich wurde auf der Straße wegen meiner komischen Gangart ausgelacht. Dazu kam noch mein Atemproblem. Es war einfach eine harte Zeit. Die Belastung für den Patienten, wenn die Diagnose so lange nicht gestellt wird, ist natürlich die Ungewissheit, in der er schwebt. Und solange die Diagnose nicht gestellt ist, kann man ja auch keine Behandlung machen. Und auch das ist natürlich extrem belastend, wenn man sieht, dass die Krankheit fortschreitet und es kann nicht geholfen werden. Einmal im Inselspital angekommen, gelangte ich rasch an Herrn Professor Rösler. Als ich die Diagnose erhalten habe, fühlte ich mich erleichtert, dass die Krankheit einen Namen hat und überglücklich, dass seit neuestem ein Medikament auf dem Markt war. Wenn Sie eine Krankheit haben, die fortschreitet, die Sie invalidisiert und jahrelang keine Diagnose gestellt wird und Sie noch immer keinen Spezialisten oder Arzt gefunden haben, der etwas davon zu verstehen scheint, dann ist es sicher angebracht, noch einmal zu insistieren und noch einen Arzt zu finden. Andere Patienten, die die Beschwerden haben, die vielleicht ein, zwei, drei Wochen dauern, die können vielleicht noch ein wenig warten mit der Suche nach einem Spezialisten. Meistens ist es ja dann nicht irgendeine seltene Krankheit oder eine schlimme, unbehandelbare Krankheit, die dahinter steht, sondern es sind Symptome, die wahrscheinlich eher banal sind. Wenn aber eine seltene Krankheit dahinter steht, dann soll so ein Patient versuchen, sich in eine spezialisierte Uniklinik zu melden, weil die Chance, dass er einen Spezialisten findet, der etwas davon versteht, ist an diesen Kliniken die am höchsten.